Okay, wir haben also hier den Parkeingang. Hier gibt es eine verfügbare Handlung und wir sind da. Unentdeckte Orte kennen wir jetzt noch keine, obwohl die hier alle offensichtlich unentdeckt sind. Und Weg ist auch keiner blockiert. Na gut, auf jeden Fall, wir haben jetzt eine Karte. Mit der Karte gelangst du schnell zu anderen Schauplätzen. Ausgenommen sind versperrte und bisher unbesuchte Orte. Ach so. Okay, ja, das habe ich schon fast gedacht. Oh, ein Kolibri. So, was haben wir denn hier noch so alles? Da unten sind Waschbären. I'm off to go call for help in just a moment. Ja, dann geh doch. Jetzt steht er da und ich hole gleich Hilfe. Ja, gleich. Ich gehe gleich los. Also wirklich, also gleich. Also wenn der UPS-Mann weg ist. Oh, was ist das denn? Unter dem Moos ist eine Schnitzerei begraben. Ja. Was haben wir hier noch? Parkplan. Der Dreizack-Titan. Okay, gut, wir haben ja auch so die Karte. Huch. Oh, jetzt habe ich so verscheucht. Das tut mir leid. Kann ich die nochmal? Oh, die kann ich mir wieder verscheuchen. So. It never gets old. Was haben wir denn hier? Karten. Redwood Holzfäller-Ausstellung. Warum steht da mal Redwood und da steht Ravenwood? Was denn nun? Das muss Teil einer größeren Ausstellung in der Mitte des Parks sein. Ja, trotzdem steht da Dreizack-Titan, der zweitgrößte lebende Mammutbaum der Welt. Geht das noch weiter? Seilbahn, Museum der Holzarbeiten. Achso, die können wir uns alle angucken. Seilbahnfahrt. Trotzdem, warum steht da Redwood und... Ach, ich... Keine Ahnung. So. Nee, ich will nicht mit dir... Okay, ich muss mal mit... I overheard you speaking to Mr. Whitmarsh. What a frightening story. I'm sorry to say, I didn't witness a thing. Here's that Redwood gondola ticket. You might as well enjoy the view. It'll be some time before help arrives. Should you need anything at all, don't hesitate to ask the park staff. Okay, danke für das Ticket. Können wir noch mehr Please mit dir? Please enjoy your stay at the park while you wait for help to arrive. Das hört sich schon so ein bisschen gruselig an, wie die das sagt. Ist der jetzt mittlerweile endlich mal... Na, endlich geht der los und holt Hilfe. Ich dachte schon, der wollte sich gar nicht mehr bewegen. Okay, da ist eine Schnitzerei begraben. Da können wir aber so nichts machen. Ich glaube übrigens, ich werde diese komischen Dingensobjekte nicht finden. Ich habe da immer... Also hier diese... Wie heißen sie? Diese Illusionsobjekte. Ich habe da immer kein Auge für. Das hatte ich schon bei den anderen Wimmelbildspielen hier, bei Grim Legends, bei mir genau das gleiche. So, wir gehen mal zum Waldweg. Oh, ein Eichhörnchen. Oh. Ich vertreibe hier irgendwie alle Tiere. Fangorn, der Vater des Waldes. Ist das da? Ob dieses Symbol eine Bedeutung hat? Die Figur hat ein Auge zu wenig. Schnelle Auffassungsgabe, die Dame. Was haben wir denn hier? Ravenwood Snackbar Stange. Stange? Wegen Renovierung geschlossen. Okay, also zu essen kriegen wir wohl nichts. Aber guck mal hier. Das kommt, wollte ich doch gerade sagen. Pendant. Becky was wearing it around her neck. My mom. She's gone. I'm scared. What's it doing under the snack bar door? Is Becky in there? But they all claimed not to have seen a thing. Tja, ja, meine Freunde, das habe ich nämlich auch gerade vermutet. Also habe ich doch auch gerade gesagt, das hatte die doch. An, die Becky. Okay, können wir hier noch... Nee, ich glaube, wir können nicht... Übrigens, nur mal ganz kurz angemerkt, auch wenn ich jetzt... Über, so ein bisschen natürlich über das Spiel lästere, es hat seine Eigenheiten. Ich finde, auch dieses Spiel ist sehr schön gezeichnet. So, und das ist meine ganz ehrliche Meinung. Okay, er geht zur Seilbahn. Wer bist du denn? Oh, hier haben wir Werkzeug. Oh, Werkzeug ist gut, das können wir erstmal... Glasschneider, na toll. Ich sollte die Kiste nicht weiter untersuchen, oder der Kerl sieht mich noch. Wie denn bitte, der guckt nach da. Na komm, wir reden mal mit ihm. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Yeah, we can ride the gondola. Dann riden wir mal die Gondola. Schon wieder ein Vogel vertrieben.
Ah, cool, die kann man alle Vögel. Okay, ich höre jetzt auf mit dem Spaß. Zur Holzfällerausstellung. Eine frische Ladung Souvenirs. Good morning, ma'am. Ja. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. The gondola? Ja, ich weiß. Ich sollte die. Wir sollten die Kiste nicht weiter untersuchen. Was bringt mir aber denn jetzt der Glas? Moment, das ist eine Glastür. Aha. Ich bin ja ein schlauer Mensch. Das ist eine Glas. Weißt du? Da hat sie keine Bedenken, aber da in der Kiste rumwühlen will sie nicht. Gut, wir betreten mal die Snackbar. How come it was locked from the inside if there's no other exit? Tja, vielleicht ist da ja noch ein Exit. Na, das habe ich gesagt. Das habe ich schon direkt vermutet. Was haben wir denn hier noch? Eine Kasse. Da ist jemand am Fenster. Oder bilde ich mir... Hat mich jemand durch das Fenster beobachtet? Oder bilde ich mir das nur ein? Nee, ich habe da auch jemanden gesehen. Also du bist diesmal nicht alleine. Eine alte Armbrust ohne Sehne. Ich finde das immer so interessant. Also was ich ja immer so witzig finde, ist, das ist immer so schön selektiv. Falltürmarke. Minispiel. Achso, wenn du nicht lösen... Ja, lösen... Ziehe die Stifte über die Gleise, um die Flügel des Raben zu entfalten. Lass die Zahnräder Gleisabschnitte öffnen oder schließen. Hä? Die sind doch entfaltet, oder nicht? Ach nee, ich muss die... Moment, so, das heißt, da passiert nichts. Moment, kann ich das irgendwie wieder... Kann ich... Moment, das da dreht sich nur mit dem. Wenn ich jetzt... Ah, also das bewegt das direkt. So, jetzt können wir aber so... So, dann kommen wir da durch. Und dann müssen wir doch eigentlich nur noch hier hoch. Ah, das war okay. So schwer war es ja jetzt nicht. Ich war nur etwas verwirrt am Anfang. Ab in den Keller... Muss man mal gucken, dass ich... Oh, ich muss aufpassen, wo ich... Ich mach den Mauszeiger mal dahin. Oh nein! Oh, who was that? At least I'm not hurt. Oh, wer war das? Zumindest bin ich nicht verletzt. Sah ein bisschen aus wie Mr. Burns. Oh, wir haben ja gerade eine Leuchtfackel. What is this place? Zum Seitenraum? Was ist das? Eine Ratte. Mit dem richtigen Werkzeug kann ich die verkohlte Kiste aufbrechen. Okay, wir haben kein Werkzeug. The pulley is damaged and won't lock into place. I'll have to find a way to lock it while the door is open. Okay, also wir müssen irgendwie die Tür zum Einrasten bringen. Okay. Das sieht auf jeden Fall nach einem richtigen Werkzeug aus, um... Ich fühle mich im Dunkeln nicht wohl. Ich brauche mehr Licht. Die Lampe benötigt Brennstoff. Okay, wir müssen hier irgendwie Licht anmachen. Ah, hier ist auf jeden Fall schon mal... Uah! Oh, jetzt habe ich mich auch tatsächlich erschrocken. Shout. I need your help. And if you're down here, then you're in need of mine. We can't trust anyone out there. This place is not what it seems. Is there anything you'd like to ask me? Wähle ein Thema aus Gefangener. Achso, auf das Fragezeichen. Ja, ich klicke ja schon auf das Fragezeichen. Why are you locked up down here? I came here to settle an old score. My friend came out on top. For the time being.
You're here to find some missing people, aren't you? But like me, you found yourself in trouble instead. I will help you get out of here and assist you in your investigation. But in return, I need you to release me. Trust me, we share the same foe. Hilfe! How can we help each other? I know a bit about our enemy and this place. I will give you clues and tell you his story. I'll also give you a few small artifacts I managed to steal from him and keep hidden in my cell. In return, you'll release me. As you can see, my cell has quite a complex lock. The relief is the key. If I know my enemy, its pieces are scattered around the park, in the tunnels, trees, everywhere. Should you manage that, my assistance will turn from words to actions. Oh nein. Das Relief ist, oh Gott, das umständlichste Schloss ever. Gefühlt wird es dadurch aber auch irgendwie nicht sicherer, aber... Der Gefangene. Bei der Erkundung der Tunnel unterhalb des Parks stieß ich auf eine Zelle, in der jemand eingesperrt war. Seine Geschichte ist ein Rätsel, ich weiß nicht einmal seinen Namen. Ja, warum fragt sie ihn dann nicht einfach? Er bat mir als Gegenleistung für seine Freiheit Hilfe bei den... Was? Bei den Ermittlungen an. Wer ist das? Warum ist er hier eingesperrt? Da stimmt etwas nicht. Wer ist das? Soll ich ihm vertrauen? Naja, er ist gefangen. Also ich weiß nicht, ob ich einem Gefangenen von vornherein vertrauen würde. Was haben wir hier noch? Mehr Licht, okay. Können wir das einfach anzünden? Nee, ohne Brennstoff leuchtet sie nicht. Okay, aber wir könnten natürlich auch einfach die Fackel da aufheben und mit rübernehmen. Aber Gott sei Dank ist ja in dieser angekokelten Kiste Kerosin. Die können froh sein, dass die Kiste nicht in Flammen aufgegangen ist. So, dann kippt man ein bisschen Kerosin da rein. Und das okay, wenn das so funktioniert, akzeptiere ich das. Was haben wir hier noch? Werkzeug, Krams. Pin your evidence on this. Muss der einen immer so erschrecken? Investigation. I can see the whole board from here. Just clear the remaining stuff off it. Ja. Alter, du musst doch nicht immer so von hinten angeschlichen kommen. Schon wieder. Exactly. Are you investigating? I have evidence that a few people disappeared this morning at the park gate, under highly unusual circumstances. It comes as no surprise to me. I'll help you find them. Start off by identifying our missing persons. Entschuldigung, ich muss kurz mal einen Schluck trinken. Von nun an werden Beweisstücke an dieser Übersicht aufbewahrt. Nutze Beweisstücke, um Schlussfolgerungen zu ziehen und deine Ermittlungen voranzubringen. Ziehe das Familienfoto in den Kreis involvierte Personen. Okay, ja, ich mache ja schon. Die Eltern wurden von dem Nebel verschleppt und das Mädchen? Du benötigst zwei weitere Beweisstücke. Ich habe es irgendwie in letzter Zeit echt nicht so mit dem Reden. Um die Gruppe zu vervollständigen. Na Gott sei Dank haben wir ja noch zwei. Und da, wo bist du, Becky? Und das ist die Mama, ne? The whole family is gone. Die ganze Familie ist verschwunden. Next to the park gate, together with her wallet, car keys, documents and a picture of her daughter. The very girl I found. My mom and dad are gone. A monster took them. And then lost moments later. Such a happy family. Indeed. I can't leave now. I have to find them. But first, we need to establish what happened to them after they were taken. And who's behind their disappearance. But I can't do my part until I get out of this dungeon. Obviously. I think I can help you. Come here to the cell door. Ja, komm hier zur Zellentür. Auszeichnung freigeschaltet, Schnüffler. Oh, hier so mit Achievement sogar. Neue Aufgabe, der Verdächtige. Ich wollte erstmal gucken. Wer ist der Entführer? Eine Familie ist verschwunden. Ein riesiger Vogel hat mich angegriffen. Alle Beweise, inklusive des Wohnmobils, haben sich in Luft aufgelöst. Und das Personal behauptet,
im Park behauptet, sie hätten nichts gesehen. Darüber hinaus hat mich eine unbekannte Person in diesem Verlies eingesperrt und missbraucht. Diese Ereignisse hängen bestimmt zusammen, aber wer steckt dahinter? Wer steckt hinter all dem? Ich glaube, ein großer schwarzer Mann. Sieht zumindest so aus. Okay. Your way in is your way out. The trap door. Ah. Among my few possessions, I have one of the two keys. To find the second, you'll have to search the maze of tunnels beyond the metal door. Decipher the rune symbols above the door. They will lead you through the maze. Okay, also zufälligerweise hat er irgendwoher diesen Warum hat er diesen Schlüssel? Papier. So. Okay, er nervt. Ich hoffe, der nervt uns jetzt nicht die ganze Zeit. Was haben wir hier? Eine Leiter? Klar, einfach in die Tasche gesteckt. Huch. Ich halte immer noch Ausschau nach diesen komischen Illusionsobjekten, aber ich bin da irgendwie zu... Ach, und jetzt ist das Ding aus und es ist trotzdem noch hell. An dieser Tafel sind Markierungen zu sehen, aber ich bin nicht nah genug, um genaueres zu erkennen. Leiter? Nur die Anhänger des Meisters dürfen passieren. Das ist ein Code, aber ich kann die Runen nicht... Ich bin echt zu... Achso, oh. Man muss hier tatsächlich noch was machen. Ich bin einfach zu gut mittlerweile in Wimmelbild spielen. Und das ist erst das dritte oder vierte, was ich spiele. Also das dritte als Let's Play, das vierte überhaupt. Runencode, okay. Also wir haben jetzt einen Runencode. Können wir nicht... Ich muss zuerst das Tor anheben. Okay, also wir machen mal das Tor auf. So, da sind wir doch schon mal. The prisoner spoke of. I should follow the runes in the code he gave me. Runen? Wo? Keine Runen zu sehen? Oh, also. Echt, jetzt wollt ihr mich. Hier wurde jemand begraben und zwar bei lebendigem Leib. Woher weiß die das? Das ist doch nur eine Knochenhand. Die kann doch auch irgendwie da reingekommen sein. So, Gott sei Dank. Ich frage mich gerade, da war was. Ihr habt es doch genau gesehen. Ich glaube, hier lang. Und dann haben wir diese Rune mit dem U, das ist hier. Okay, da können wir so... Was? Oh. Ich wollte doch keine. Ich wollte doch kein. Ach, egal. Das muss hier lang sein, weil da ist das andere. Kann ich hier auch noch. Unter dem Moos ist ein Symbol begraben. Ernsthaft. Ich muss es wirklich abmachen. Und das B, das ist hier. It seems I've reached some kind of chamber. Oh nein! Es sieht so aus, als hätte ich eine Kammer erreicht. Was? Du hast deinen ersten himmlischen Schmetter. Wollt ihr mich. Ihr wollt mich doch echt verarschen. Zwei Sachen zum Sammeln. Huch. Was ist das? Reliefmarke. Reliefmarke. Egal. Es ist sinnlos zu ziehen, solange die Kette gerissen ist. Achso, die da, ja. Okay, ich glaube, wir müssen wieder wimmeln. Finde alle aufgelisteten Objekte, um ein Objekt zusammenzusetzen. Solche in violetter Schrift erfordern einen zusätzlichen Schrift. Schrift. Das ist Farbe, nicht Schrift. Der schwere Felsen lässt sich ohne Hebelwirkung nicht verschieben. Dann machen wir das doch so. Das sieht aus, als könnte man es brauchen. Das da auch. Das da auch. Das da auch. Da ist... Was? Eine Spalte im... Ich weiß gerade nicht, wo das war. Ach, da! Okay. Da ist noch was. So, einmal eine Sache haben wir schon. Da brauchen wir noch... Oh Gott. Ah, hier ist noch was. Das ist der Bolzen. Ne, das ist der Bolzen. Na super. Wir müssen... Irgendwo ist hier auch noch eine zweite Aktion erforderlich. Da ist noch ein Bolzen. Da ist noch...
Nee, das ist der andere Schäkel. So, jetzt fehlt noch ein Schäkel.